Hallo, herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Let's Play von mir schon wer. Das letzte Mal haben wir die letzten wenigen Tempelsachen gemacht, aber irgendwie auch nicht, weil hier ist jetzt noch dieses komische Gesicht aufgegangen und da müssen wir natürlich auch rein, um zum Boss zu kommen. Und das werden wir auch dieses Mal machen. Und ich hoffe mal, dass wir ihn auch beim ersten Mal schaffen. Und eigentlich ist es jetzt nicht wirklich... Keine Ahnung, er ist nicht schwer. Aber ich kann mir selbst zutrauen, dass ich richtig hart verkacke. Zum Beispiel... Blöd. Warum gibt es in einem Spiel Fledermäuse, die brennen? Das macht nicht mal Sinn. Das ist... Die wirst doch sterben, oder nicht? Du brennst doch schon davor. Wenn ich jetzt irgendein Item hätte, wenn ich das irgendwie anbrennen könnte, dann wird es wahrscheinlich verrecken sofort. Na egal. Es muss ja keinen Sinn machen. Mann. Nintendo. Warum tust du sowas? Du herzloses Schwein, du. Na egal. Er braucht schon irgendwie Logik. Ja, ich weiß, dass ich mich gerade über was aufreg. Dass irgendwas... Wir verrecken noch. Dass etwas in dem Spiel keinen Sinn macht. Indem wir irgendwie... Keine Ahnung, was für Zeug machen. Mit uns sind gerade mal irgendwie 10 Jahre alt oder sowas. Oder keine Ahnung, wie alt Link hier ist. 212 Jahre alt, okay. Ha! Boom, voll die Snaps. Nein, da war ein Herz. Ich hätte gerne das Herz gehabt. Wäre ganz lustig gewesen. Wir haben nicht mehr allzu viele. Oh Mann, wie kann ich so früh schon so viele Herzprobleme haben? Voll peinlich. Na gut. Alles ist okay. Okay. So. Ey. Link. Hüpf. Hüpf, Mann. Er war nicht mal schuld, ich war nur zu dumm, um die richtige Taste zu drücken. Aber wenn man schon dem Spielcharakter die Schuld geben kann, dann sollte man das natürlich machen. Das gehört natürlich dazu. So. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Nein? Okay. Ey. Oh, da müssen wir was wegbomben. Aber erstmal. Oh mein Gott! Da ist bestimmt was Cooles drin. Oh, schön. Gib. Nein! Komm raus! Wirklich? Spiel? Oh Gott! Oh, das Spiel wollte mich gerade richtig verarschen. Oh Mann. Das war... Ich hatte gerade kurz sogar Angst, okay? Wow. Mann, was macht das Spiel mit mir? Mit meiner armen Seele? Mit was habe ich das nur verdient, so gequält zu werden, geistig? Okay. So. Hier gehe ich, bevor ich die Bombe hin tue, lieber drauf. Nicht, dass ich die irgendwie daneben werfe. So, komm schon. Boom! Und was gibt's hier eigentlich? Das ist wieder so ein extra Raum. Wir hier sind wieder solche doofen Deko-Spacken, die mir irgendwie doof was verkaufen wollen. Okay, hier ist wenigstens was, das ich gebrauchen kann. Ha! Und? Hey! Hey! Oh, okay. Ich dachte gerade, es ist keiner von den Lebenden. Haha! Haha! So. Wir stellen uns einfach in die Ecke und machen so. Und warten, bis alles vorbei ist. Bald ist alles vorbei. Das ist auch immer die beste Lösung. In... Moment. Doch nicht die beste Lösung. Ich wollte gerade sagen, die beste Lösung bei einer Zombie-Apokalypse. Hallo? Was geht mit dem ab? Was hat der geraucht? Mann! Mach's einfach so, okay? Boom! Der Doppelkill. So, lass mich Ruhe, Mann. Okay, geht doch. Das war jetzt... Ich mache nie so viel Schaden, wie ich denke, okay? Du hast eine goldene Skulptur zerstört. Ja! Okay, damit haben wir dann... Ich glaube, die vorletzte goldene Skulptur bekommen. Die eine andere können wir, glaube ich, noch nicht bekommen. So. Oder ich glaube auf jeden Fall, dass wir die noch nicht bekommen können. Da brauchen wir erst ein ganz anderes Item, das wir noch nicht haben. Aber, naja, egal. Hui. Moment. Hey, der doofe Stein, der hat sich wieder draufgeschummelt. Was soll das eigentlich? Mann, jetzt muss ich wieder... Hey. Nicht schieben. Idiot. Jetzt muss ich wieder an den doofen, brennenden Fledermäusen vorbei. Lass mich Ruhe, Mann. Nein. Ich renne lieber. Ich will gar nicht kämpfen. Lass mich in Ruhe. So. Aber jetzt. Moment. Hier sind schon wieder solche Teile. Was gibt's hier? Bomben. Okay, war jetzt nicht so viele Bomben, aber Bomben. Und, ey. Ich muss mal lernen, dass ich die ganze Zeit die falsche Taste drücke. Wäre irgendwie schlau, wenn ich die richtige drücken würde. Oder so. Oh je. Sind hier wieder diese doofen Fledermäuse? Die will ich nicht.
Verpiss dich! Hey! Alter! Nein! Okay. Es wird Zeit, dass ich die richtigen Tasten drücke. Aber bei diesem komischen C-Stick, da bin ich nicht mal so arg schuld. Weil es ist wirklich irgendwie doof, mit diesem 360-Grad-Stick da diese C-Stick-Teile zu machen. Weil wenn ich nur ein bisschen schief bin, dann zählt es schon, als würde ich beide drücken oder sowas. Und dann entscheidet das Spiel für sich allein, welche von den Items ich da benutze. Aber naja, es wird schon, es wird schon. Ich glaube an mich. Los, Link! Drücken, drücken! Drücken! Einatmen und drücken! Oh mein Gott! Es ist es ist eine Tür! Der war übrigens ziemlich schlecht. Und ich hoffe, dass ich so einen Witz nie wieder mehr mache. Aber. Ha, nein, doch nicht. Okay. Es sieht überhaupt nicht auffällig auf oder so. Nein. Ha, bonk. Und? Oh mein Gott. Oh, Bomben. Jetzt dachte ich, jetzt kommt irgendwie ein popliger Rubin oder so, aber nein. Okay, ja gut. Ich dachte schon, dass ich irgendwie das Spiel jetzt ausgetrickst habe und das mich nicht ausgetrickst hat. Aber nein, das war was, wo man wegbomben musste. War ja klar. Ah! Kämpfe, Link. Kämpfe. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Hallo? Wer ist da? Kamera? Kamera? Bitte, dreh dich um. Ich hab Angst. Oh mein Gott! Es, was? Infernosaurus King Dodongo. Oh mein Gott, nein, dieser unglaublich böse Gegner. Was sollen wir nur machen? Spoiler. Bomben werfen. Wer hätte das gedacht? Da. Ah. Oh, okay. Oh, man kann hier übrigens an der Halse stehen und dann ist man komplett sicher. Und der blöde Boss kann einem gar nichts. Ja, es ist nicht wirklich schwer, den fertig zu machen. Und ey, du schaust in die falsche Richtung. Und was noch viel cooler ist, wenn man keine Bomben mehr hat, dann kann man auch nur diese komischen Tunnel auf dem Boden da benutzen. Und was soll das? Warum meinst du schon wieder so doof rum? Donk. Können wir den Schweif angreifen? Ich glaube nicht. Egal. Hey du. Du musst uns noch mal versuchen, irgendwie doof anzukotzen. So, dieses Mal nehme ich auf den Stick raus und pow! Oh, okay. Ha. Also, es ist wirklich kein schwerer Boss. Du musst nur warten, bis er die Fresse aufmacht und dann eine Bombe reinwerfen. So wie man es eigentlich mit allen Dingen im Leben macht, normalerweise. Also, solltet ihr schon ziemlich gut daran gewohnt sein. Ey du! Niemals! Und man hat auch ziemlich viel Zeit. Und wenn man den Stick hier benutzt, diesen Deko-Stick, dann macht man auch ziemlich viel Schaden. Pow! Und das war's schon. Nett von ihm, dass er an uns vorbeigerollt ist. Ich weiß da jetzt nicht ganz, warum er Selbstmord gemacht hat. Ich meine, wir haben ihn nur mit ein paar Stöcken geschlagen, die rein theoretisch so winzig sind, dass es nicht mehr so arg wehtun sollte, aber na egal. Was auch immer du machen willst, Dinosaurier. Das war's schon. Oh. Ja, wir sind nicht mehr ganz so voll am Arsch, wenn wir einmal erwischt werden. Ja. Und jetzt kommt, glaube ich, Story-Zeugs vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir können fliegen. Oh Gott, nein. Ich erinnere mich an die Stelle. Nein! Erinnere mich nicht dran, Spiel. Tu mir das nicht an. Wow! Ich bin ein Vogel. Oh, was zur Hölle? Boah, ich bin es, Darunia. Du hast deine Prüfung bestanden. Und dafür zerquetsche ich deinen Kopf. Was soll das? Warum steckt uns? Dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Ja! Welch aufregendes Abenteuer, es liefert Stoff für eine Legende. Vielleicht sogar für eine Legende von Zelda. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dodongos, die wir für ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehrten. Ja, weil böse. Und der Fels, der den Eingang der Höhle versperrte. Oh,
Für all dies war Ganondorf, der Gerudo-König, verantwortlich. Ja, er ist schuld. Er sprach, gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Oh Gott. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden, Keine Angst, keine große Feier. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Was meinst du mit Blutsbrüder? Da muss doch Blut fließen, oder nicht? Ha! Kein Problem. Ist nur deine Hand, die wir abhacken müssen dafür. Oh mein Gott, schon wieder etwas Leuchtendes. Ich mag leuchtende Dinge und ich kann nicht reden. Und ich glaube, ich habe sogar die Stimme von dem Typ vergessen. Oh mein Gott! Sie schicken Goku ihre Kraft, dass er seine Genki-Dame aufladen kann. Seht ihr es? Sie schicken alle ihre Lebenskraft. Ein Stein. Der Goronen-Opal. Von den Goronen wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben. Er ist heilig. Eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Goronen zu schließen. Du besitzt nur zwei heilige Steine. Suche nach dem dritten. Warum hat Blutsbrüderschaft? Bruder, du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Erhöhen, okay. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Freunde, lasst uns unseren Bruder verabschieden. Okay. Oh Gott, nein. Renn, Link, renn, solange du noch kannst. Meine Hochachtung. Lass mich dich in die Arme schließen, Bruder. Oh Gott, renn, Link, renn. Sie wollte dich umbringen. Oh mein Gott. Wie eine Zombie-Invasion, nur mit fetten Zombies. Und, hä? Was ist jetzt? Was passiert eigentlich? Oh Gott, eine Spinne. Ich mag Spinnen nicht. Stirb. Stirb. Oh, wir können durch die Map schauen. Was soll das? Ah, okay. So, was passiert, wenn wir jetzt zu dir hingehen? Oh, gut, okay. Ich dachte schon, dass sie jetzt auf uns losgehen und uns umarmen wollen, sage ich mal. Das ist ja ein bisschen gruselig. Hoho, los, Spinne, stirb! Und, pow, da seht man schon. Der Stab macht viel mehr Schaden. Also, wenn ihr mal diesen Stab einsetzen könnt mit dem kleinen Link hier, dann ist es eine schlaue Idee. Und hier waren wir ja schon mal und da konnten wir nicht rein. Pow, und jetzt können wir es. Halleluja. Warte mal, komme ich da überhaupt hoch? Das ist jetzt doof. Hallo? Oh, warum? Okay. Ich weiß zwar nicht, warum ich da auf einmal hochklettern kann, aber ich habe nichts dagegen. Aber ich will noch was anderes testen. Nein, nicht hochklettern. Oh. Ich weiß nicht, ob ich nur verrückt bin oder ob das jetzt wirklich Sinn macht. Okay, ich bin nur verrückt, keine Sorge. Aber es gibt jetzt eine Menge Dinge, die wir mit den Bomben holen können. Und mit einer Menge Dinge meine ich auch wirklich eine Menge Dinge. Und das erste ist das, was auch uns auch dieser Goronen-Typ gerade erzählt hat. Der hat uns ja gesagt, hey, auf dem Berg, da ist eine Fee, ja! Und die will uns voll erhöhen. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Und na, hör auf zu blicken, Navi. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, sagte Darunia, dass auf dem Gipfel des Todesberges seine Fee lebt. Ja, warum ist deine Stimme anders? So. Und zwar, komm schon, Link, ist doch nur ein doofer 80 Grad, eine doofe 80 Grad Höhe oder sowas. So. Und zwar, es ist jetzt eine ziemlich schlaue Idee, hier das ganze Zeug hier wegzubomben. Also, zum einen kommt man sonst nicht weiter, aber oh je. Nein, Timing! Hier ist Timing gefragt. Ihr wisst ja, wie viel Timing ich habe. Und. Warum. Okay. Ich krieg's noch hin. Ich glaube an mich. Glaubt ihr auch an mich? Glaubt ihr an mich? Wow. Was? War. Okay, cool. Das war natürlich mit Absicht. Was denn sonst? Okay, so viel zu unserem Geld, das wir nicht mehr haben. Ha, schön. Und was zur Hölle haben wir gemacht, dass es so geblinkt hat? Moment, das will ich jetzt rausfinden. Kann es sein, dass hier unten... Nein? Hä? Was haben wir...
Warum? Ich bin verwirrt. Was hat hier geblinkt? Ach ja, hier oben war auch noch ein Stein, glaube ich. Und okay. Egal, wir wollen jetzt erstmal hier runter. Denn wir können schon eine Weile eine doofe Kuh hören, die nicht aufhören will zu muhen. Und hier ist ein Loch. Muh. Und natürlich, wie jeder weiß, sind Kühe ziemlich interessiert an Löchern. Vor allem an solchen kleinen Höhlen. Hallo? 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 Rede! Nicht... Okay. Cool. Ja, warum nicht? Hier ist eine Kuh. Einfach so. Wie überlebst du hier? So. Hey. Nein! Verdammt. Ich verschwende all die ganzen Bomben. So, aber komm schon. Ah, okay. Ich glaube, hier müssen wir noch nicht hin. Ich wollte nur mal sagen, dass hier eine Kuh ist. Ja, eine Kuh. Ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, wie die Macher darauf gekommen sind, da eine Kuh hinzutun. Aber da ist eine Kuh. So. Als nächstes wollen wir zeigen, warum wir das Schild geholt haben. Aber bevor ich das zeigen will, mache ich... Oh Gott. Donk, donk. Genau deswegen wollen wir das Schild. Papapau. Papapau, weil da ist ein Vulkan und der hat Aimbot und darum trifft er uns jedes Mal, wenn er irgendwie explodieren will oder so. Kannst du aufhören, Vulkan? Aber wir können auch einfach so machen. Und ich glaube, dann trifft das Zeug uns nicht. Haha. Ja, man könnte hier rein theoretisch auch ohne das Schild hin. Aber die Macher wussten nicht, dass man rückwärts schneller läuft. Glaube ich. Oder in dem Moment wussten die es auf jeden Fall noch nicht. Und watch out! Ja, Navi. Danke. Wenigstens ist Navi gut zum Zielen. Weil Link hasst Navi so sehr, dass er perfekt, wenn Navi zu einem Gegner geht, weiß, wo er hinzielen muss, dass er Navi treffen könnte. Also, das sieht auf jeden Fall so aus. Aha, hey. Ja, Navi, ich knall dich ab. Warum versteckst du dich immer hinter Gegner, wenn ich dich abladen will? Nein. So. Und, oh je. Ich werd wahrscheinlich noch von irgendeiner doofen Spinne runtergehauen. Ich hoffe nicht. Oh. Ja gut, okay. Wir kommen vorbei. Die Spinnen sind echt fies. Und was zur Hölle machst du hier oben? Ich will es gar nicht wissen. So. Und du musst sterben. Und drop mir was Schönes. Nein, dann halt nicht. Obwohl, Geld ist immer schön, aber komm schon, Spiel. Ich hab 99 Rubine. Kannst du nicht wissen, dass ich nicht mehr halten kann? Nein. Also ich glaube, ich beende hier die Folge. In der nächsten, ja gut, ihr könnt sehen, was in der nächsten Folge passieren wird. Hallo, Eine. Ja gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.